Willkommen zurück zu FIFA 19 mit mir, dem Jahre 85 vom Knalltüten Gaming und im Halbfinale im DFB-Pokal. Tja, wir haben letztes Mal verloren aus der Europa League, aber wir haben neue Kraft geschöpft und wollen es Schalke im Halbfinale so richtig zeigen. Aber erstmal gucken wir hier als Post, da wurde einer gesperrt. Ja gut, wurde halt gesperrt im Europacup. In dem Falle kann er sowieso machen, was er will. Wir haben ja nichts mehr, das heißt simulieren. Jetzt haben wir unsere Trainingseinheiten. Aber die können wir jetzt nicht machen, weil wir jetzt in der Startformation sind. Und zwar gegen Schalke 04 im Halbfinale. Wir spielen in unserer allseits beliebten Farbe. Schalke in Blau, auch allseits beliebt. Bei den Schalke-Fans natürlich. Und wir starten ins Training. Schießen erstmal fett, treffen. Und wollen nochmal schießen. Schönes Tor. Und jetzt geht's auch schon ins Spiel. Halbfinale. Aber erstmal in Kürze. Es trainieren unsere Spieler. Emil Forsberg, so wie es aussieht. Timo Werner und die anderen zwei habe ich gerade gar nicht erkannt. Die Schalke-Spieler trainieren auch. Alles ist in Kürze. So, und die Kürze ist vorbei, denn in der Kürze liegt die Würze. Damit ab ins Halbfinale. Spannung pur. Wieder ein Pokal, wo wir rausfliegen könnten. Ja, diesmal werden wir nicht rausfliegen. Oh. Irgendwie unterschätzt. Aber gut, Schalke ist noch kein Liverpool. Deswegen stehen da wahrscheinlich die Chancen. Hoffentlich etwas besser. Obwohl die Griff sind. Und wir haben den Ball aber geholt. Ganz gekonnt. Ein guter Pass. Konter. Und ein Foul. Eiskaltes. Erstmal gibt es eine gelbe Karte. Für Sané. War ein gutes Foul. Und es gibt Freistoß. Da können wir mal zeigen, was wir können. Freistoß kommt. Au! Oh, was für ein Freistoß. Super Schuss. Da macht sich unser Training bezahlt. Die Flanke natürlich auch. Kopfball. Au! Oh, guter Angriff. Um nicht zu sagen, ein sehr guter Angriff. Oh, ey, das wurde aufgehalten. Das kann nicht sein. Unfassbar. Aber gut. Direkter Schuss. Oh, was war denn das? In Pfosten. Oh, ich geh kacken. Ah. Gutes Ding. Ball ist noch heiß. Ich glaube, ich sollte irgendwann mal in der Hall of Fame der besten Chancen machen. Ja, das definitiv dazu. Machen den meisten Druck. Schalke hat jetzt einen Wurf. Hab gesehen. Die Flanke, ich weiß nicht, ist da jemand? Da ist niemand. Wo sehen denn die alle hin? So viel Platz. Hä? Schuss! Oh! Wieder daneben! Kann nicht wahr sein. Wir haben einen Wurf. Oh, wir schießen den die Hütte zu und kein Ball geht rein. Ist denn dann, das fällt mir sogar schon ins Reden schwer. Ist denn das möglich, wollte ich eigentlich sagen. Aber ist egal, was man sagt. Es steht 0-0. Oh, eine Schlägerei regelrecht hier auf dem Platz. So, und jetzt hoch. Sehen. Oh, was war das denn? Oh, typisch Jahre 85. Die Pfeife vom Dienst. Vorsicht, Vorsicht. Keine Elfmeter provozieren, Jungs. Und Gulaschi hält. Puh. Kriegt den Ball nach vorne. Schalke bleibt vorerst im Ballbesitz. Das vorerst hat sich erledigt. Guter weiter Ball. Mach ihn! Ja, er macht ihn! 1-0! Superschön! Schön, superschön! Von uns die Vorlage wie aus Gottes Hand. Oder besser gesagt, aus Gottes Fuß. Wunderschön!
Schön rein, gepennert, schön flach. Ast rein, hier nochmal aus der Position. Von uns fast. Und der Ball, der kullert so vor sich hin. Rein ins Tor. Sehr schön. Timo Werner. Somit stehen wir jetzt mittlerweile mit einem Fuß im Finale. Schalke möchte die Antwort direkt mitliefern. Ist aber nicht. Wieder ein super Laufpass. Wieder auf Timo Werner. Er schießt. Oh, an die Latte. Nein. Einwurf. Was für ein Spiel. Guter Zweikampf. Was machen wir? Wir tanzen. Schön. Schalke greift wieder ein. Zweikämpfe hier. Ist ja Wahnsinn. Oh, guter Versuch. Oh, jetzt spielt es aber schnell. Wollen sie zumindest. Sehr gut gesehen. Eine Flanke, eine Lange. Oh, super gut gemacht. Lange Flanke. Und da ist der Halbzeitpfiff ertönt. Wir führen 1:0, aber es hätte deutlich höher aussehen können. Dennoch mit einem Bein im Finale. Und jetzt die zweite Halbzeit. Von rechts nach links. Schön, schön, super schön. So. Wieder kämpft. Das sieht ja einfach selber aus. Der Schuss! Oh, zu hoch. Aber na gut. Solange der Ball auf Schalkes Seite ist, ist alles gut. Wie sagt man so schön, Angriff ist die beste Verteidigung. Und jetzt wir am Ball. Wir schießen auch mal. Und wieder vorbei. Wird aber als guter Versuch gewertet. Und daher brauchen wir nicht rumgägen. Also rumningeln. Rumheulen. Ne, wie auch immer. Wie man es halt so sagt. Gut abgelaufen. Jawohl. Und jetzt die Chance für uns. Wieder so ein übelst flacher Ball. Aber er geht einfach nicht rein. Unfassbar. Aber wir haben jetzt momentan Schalke völlig im Griff. Das wollte ein Schuss werden. War aber ein Luftloch. Irgendwie. Jetzt. Schalke mit dem Angriff. Aber wir haben es wieder mal unterbunden. Wieder ein langer Ball. Wir haben so viele Abwehrspieler. Keine Chance, an den Ball zu kommen. Nichts damit ausspielen hier. Lauf! Uiuiui. Ganz schön Bedrängnis hier, wie wir sie bringen. Was war das denn? Typisch Jahre 85. Oh. Macht denn ja jeder, was er will? Los hinterher. Gesehen. Auch gut gesehen. Der Ball kommt gut. Aus. Wir werden ausgewechselt. Und jetzt die Flanke. Ganz gefährlich. Oh. Leider nichts Gefährliches draus geworden. So. Was geht dazwischen? Gut dazwischen gegangen. Was für ein geiler Laufpass. Das habe ich schon gesehen. Und jetzt geht die Flanke. Aber nichts passiert. So, ein Wechsel auf Schalke Seite und wir haben Ecke.
Ball kommt gut. Zieh ab. Guter Schuss. Aber vorbei. So, und Schalke wieder mit dem Angriff. Oh, königlich verpennert. Das Spiel neigt sich langsam dem Ende hinzu. Wie auch immer der Ball da durchgekommen ist, man weiß es nicht. Und der Torwart im lila Kostüm. Kullert den Ball weg mit der Hand, super. Das ist das Privileg des Torwarts. So. War es abseits oder war es keins? Es war abseits. Sehr gut. Das in der 86. Minute. Das heißt, die Ball eigentlich nur nach vorne halten. Und es heißt, willkommen im Finale. Oh. Ja, aber Schalke hält den Ball auch ziemlich lange. Was würden die führen? Oh. In den Schalke-Spieler reingeschossen. Au. Der Ball ist weg. Einwurf. Noch eine Flanke. Aber nein. Noch ein Schuss. Nix. Knapp vorbei. Die Nachspielzeit ist rum. Das Finale freut sich auf uns. Und wir sind mal gespannt, wer dort unser Gegner sein wird. Jawohl. Und damit ist es geschafft. Das Finale ist erreicht. Nach etlichen Großchancen. Wahnsinnig schönes Spiel. Viel Action auf beiden Seiten, aber dann doch mehr bei uns. So. Müssten wir glatt mal schauen vorher, wer unser Gegner sein wird. Es sind natürlich die Bayern, die haben im anderen Halbfinale Borussia Mönchengladbach mit 3:1 aus dem Pokal gekickt. Und somit sind wir im Finale. Wo es auch ein schönes Finale gewesen wäre, RB Leipzig gegen Gladbach. Aber die können sich jetzt mit Schalke rumärgern. Wir haben als nächstes erstmal Freiburg in unserer Liga, aber das erst natürlich wie immer in der nächsten Folge von FIFA 19. Bis dahin, macht's gut, euer Jaro. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.